Hallo zusammen. Ja, leider werden die Maßnahmen gegen das Coronavirus noch weiter vollzogen, sodass wir noch nicht in den normalen Unterricht zurückgehen können, wie gehofft. Und so kommt jetzt noch ein Video von zu Hause zum Thema Tonleiter. Ein bisschen was Theoretisches, was vielleicht im Unterricht auch zu kurz kommt oder wo das jetzt dienen kann, dass man das zu Hause sich nochmal anguckt, ein bisschen nachvollzieht. Die Tonleiter ist aufgebaut aus 7 Tönen und geht dann wieder von vorne los auf der nächsten Ebene. Und das ist ganz schön, dass die Tonleiter wie das Alphabet bezeichnet wird, nämlich der erste Ton ist das A. Kommt der nächste Ton, das ist das B, kommt das C, das D, das E, das F. Und als siebter Ton das G. Und dann kommt die nächste Ebene wieder mit dem neuen A. Und das nächste B und so weiter. Und so nennt man das von dem einen A zum anderen A eine Oktave. Oktave steckt das Wort acht drin, der achte Ton. Und die wollen wir uns heute mal angucken. Die Tonleiter vom A bis zum A. Auf der Gitarre haben wir eine A-Seite, das wäre die. Und um das mal ein bisschen zu entschlüsseln, spiele ich mal jetzt die ganze Tonleiter vom tiefen A bis zum nächsten A nur auf der A-Seite. Hier sind ja die Bundstäbchen und wenn ich zum Beispiel im ersten Bund drücke, dann wird das Bundstäbchen hier abgedrückt und liegt auf dem ersten. Nicht das Bundstäbchen, sondern die Saite wird abgedrückt am ersten Bundstäbchen und liegt auf dem ersten Bundstäbchen auf. Und ist jetzt eben um dieses Stück kürzer, dadurch, dass die Saite um dieses Stück verkürzt ist, klingt sie einen halben Ton höher. Und das geht so weiter. Wenn ich im zweiten Bund drücke, liegt sie hier auf und ist um dieses Stück verkürzt. Das sind schon zwei Halbtöne. Hier sind es drei Halbtöne und so weiter. Und wenn ich im 12. Bund angekommen bin, hier, dann ist die Saite halbiert. Von hier bis hier ist genauso lang wie von hier bis hier, wo die Saite hier am Steg aufliegt. Und das ist genau eine Oktave. Das heißt, wenn ich hier im 12. Bund drücke, habe ich das nächste A. Tiefes A. Nächstes A. Da wollen wir hin. Und die Tonleiter in A-Moll ist so aufgebaut, dass ich erstmal vom ersten zur zweiten Stufe einen Ganzton habe. A, B. Vom B zum C ist nur ein halber Ton. Das macht sie zu einer Molltonreihe. Sind wir im dritten Bund. A, B, C. Kommt der nächste Ton, ihr erinnert euch, nach dem C, wie im Alphabet, kommt das D. Ich würde jetzt eigentlich die Saite wechseln, um zum D zu kommen, aber ich bleibe auf der Saite, gehe in den fünften Bund, dass ihr seht, wie viele Halbtöne das immer sind. Also von C zu D wieder zwei Halbtöne. Von D zu E wieder zwei Halbtöne. Jetzt von E zu F ist wieder nur ein Halbton. Von F zu G zwei Halbtöne und von G zu A zwei Halbtöne. Wir haben also zwei Stellen, an denen man nur einen Halbton weitergeht. Und das macht den Charakter der Tonleiter aus. Nämlich von C nach D und von E nach F. Ich spiele mal A, B, C, D, E, F. Und wenn ich es jetzt schön in der ersten Lage spiele, dann nehme ich natürlich die nächste Saite bei A, B, C, leeres D, E, F, leeres G, A. Und wer das noch nicht kennt, wer das noch nicht geübt hat, ist eine wunderbare Grundübung für jedes Melodiespiel, diese Tonleiter.
erstmal so zu beherrschen, ohne Vorzeichen, ohne alles. A, B, C, D, E, F, G, A. In Bünden ausgedrückt: 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2. Und im Deutschen wird das B aber eigentlich als H bezeichnet. A, H, C. International, im Englischen eben, ist das H nicht das H, sondern das B. Und das lässt ja hier eine gewisse Logik erkennen, denn das Alphabet geht ja auch A, B, C und nicht A, H, C. Das hat Gründe im Deutschen, warum das so ist, aber die brauchen wir hier nicht zu ergründen. Und nochmal, von B auf C, zweiter zum dritten Bund, ein halber Ton. Und von E auf F, auch der halbe Ton. Wenn ich jetzt eine Dur-Tonleiter spiele, in diesem Falle C-Dur-Tonleiter, dann fange ich eben nicht beim A an, sondern ich fange beim C an. Und dann ist der Halbtonschritt an einer anderen Stelle. Und das gibt der Tonleiter den anderen Charakter. C, D, E. Hier ist also jetzt auf einmal von zweiter zu dritter Stufe ein Ganzton. Und so habe ich eine Dur-Tonleiter. C, D, E. Jetzt kommt der halbe Ton. Von dritter auf vierter Stufe. F. C, D, E, F, G, A. Jetzt kommt noch mal ein ganzer Ton zum B und dann von B auf C habe ich ja den Halbton. Von siebter zu achter Stufe ist dann noch mal der halbe Ton. Also von dritter auf vierter und von siebter auf achte Stufe ist der Halbton. Und dann habe ich eine Dur-Tonleiter. Auch hier wieder in der ersten Lage gespielt. C, D, E, F, G, A, B, C. Das C also im ersten Bund auf der B-Seite. Nochmal, da wäre jetzt C, D, E, F, G, A, B, C. In Bünden ausgedrückt: 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 1. Und um jetzt die ganze erste Lage voll zu machen, fangen wir einmal beim dicken E an und hören beim dünnen E, also dicke E-Seite, dünne E-Seite, tiefe E-Seite, hohe E-Seite. Spielen wir einmal von da ganz durch. Wir haben, wer sich gemerkt hat, von wo nach wo sind die Halbtonschritte? Von E nach F und von B zu C. Also wir haben hier das E, die E-Seite, E. Nach F ist ein Halbton, also ist das F im ersten Bund, das G im dritten Bund. Die brauchen wir noch. Und was auf der dicken E-Seite ist, ist auch auf der dünnen E-Seite, denn beides sind E-Seiten. E, F, G. So können wir einmal die komplette erste Lage spielen. Wir fangen also jetzt beim E an. E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Hätten auch eine Tonleiter. Eben mit allen ganzen Tönen. Auf dem Klavier wären das jetzt nur weiße Tasten gewesen. Alles ohne schwarze Tasten. Nochmal. E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. In Bünden 0, 1, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 3. Und das wäre die ganze erste Lage. Die kann man üben. Und die kann man eben so auch üben, dass man sie an verschiedenen Stellen anfängt. Einmal beim C angefangen. Ergibt dann C-Dur. Einmal beim A angefangen. Ergibt A-Moll. Entschuldigung.
Wer die beherrscht, kann wunderbar dann schon auch Melodien spielen. Dann sage ich, das war's für heute und bis bald und hoffe natürlich, dass wir uns auch alle mal direkt wieder sehen. Und wer hier vielleicht auch zwischenschaltet, dem sei gesagt, unsere Musikschule, Gitarrenschule Westfalen, auch die Seite gitarrenschule-westfalen.de. Da findet ihr mehr Informationen auch über uns und über die Orte, wo ihr uns finden könnt. Hauptstelle ist Paderborn, aber auch woanders in Westfalen könnt ihr uns finden. Und wir haben viele Kollegen auch, die wir empfehlen können, euch dann in verschiedenen Orten. Nicht überall, aber fragt einfach nach, wenn ihr mögt. Und so verbleibe ich. Wünsche alles Gute, bleibt gesund, werdet gesund, wenn ihr es denn nicht seid. Und bis dahin. Tschüss.